Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Kaderanalyse für die Saison 2018-2019 beziehungsweise der nächsten Episode. Heute allerdings, ihr habt das mittlerweile mitbekommen, aus Zeitgründen mit drei Teams auf einmal in einer Episode. Woran liegt das? Ganz einfach, ich schaffe es momentan leider Gottes nicht, aufgrund von Arbeit, Fußball und Freundin Videos zu produzieren. Das wird sich zum Start von FIFA 19 wieder marginal ändern. Ich bin gespannt allgemein, wie das Spiel wird. Ich habe wieder die Demo bisher, okay, die gibt es noch nicht, aber ich habe bisher noch nichts über die Demo gehört, ich habe noch nichts über das Spiel gehört, ich war nicht auf der Gamescom, gar keine Infos, gar keine Features und null. Also ich werde wieder das Spiel von komplett vorne spielen, aber werde so versuchen, so viel Content wie möglich zu machen. Ob ich Karrieremodus anfange, wenn überhaupt, mache ich ein, dann weiß ich ja noch nicht wann und wo und wie überhaupt, weil ich nicht weiß, wie ich es zeitlich schaffe. Aber nur schon mal, damit ihr so einen groben Überriss habt. Also ab FIFA 19 werden auf jeden Fall wieder Videos dazu kommen. Ich werde auch mal schauen, dass ich demnächst wieder anfange, so vielleicht irgendwie einmal wöchentlich über alles zu reden, was in der Welt des Fußballs passiert. Ich schaffe das, wie gesagt, zeitlich vielleicht nur. Das liegt einfach daran, ich stehe morgens um 8 auf und bin abends erst um normalerweise 20 Uhr wieder da. Das heißt, diese 12 Stunden bin ich weg und dann habe ich noch Freundin, Fußball, Fitness und Schlafen im Idealfall auch noch. Von daher, ne, seid mir nicht böse, aber so ist das halt, so verändert sich die Zeit. Und ab FIFA 19 gibt es aber zumindest wieder FIFA-Videos. Wir starten heute durch mit drei Teams, wie gesagt. Und zwar sind das Hertha BSC, die ich einfach vergessen habe in der Reihenfolge. Genauso wie Rasenballsport Leipzig. Das wäre mir ja normalerweise nie passiert. Und die TSG 1899 Hoffenheim ist heute auch noch dabei. Nächste Episode geht es dann um Stuttgart und Wolfsburg. Heute geht es um diese drei. Ich werde zu allen nur marginal was sagen. Nur angerissen, jeweils so 2 Minuten vielleicht. Einfach weil für mehr meine Zeit nicht reicht, weil ich auch gleich wieder zum Training los muss. Bin nur ein bisschen früher nach Hause gefahren heute. Dementsprechend seid mir nicht böse, aber schreibt mir gerne trotzdem mal in die Kommentare, was ihr über die Saisons dieser Vereine denkt, und demnächst werde ich dann auch noch meine Saisonprognose hochladen. Wann die kommt, weiß ich noch nicht, aber ich denke mal so Richtung Wochenende. So viel zu dem Thema und ich würde sagen, wir legen los, und zwar mit Hertha BSC. Die Herthaner haben auf jeden Fall letzte Saison, naja, nicht über ihren Möglichkeiten gespielt, nicht unter ihren Möglichkeiten gespielt, aber stehen jetzt zum Saisonstart deutlich besser da als letztes Jahr. Denn jetzt momentan sind sie Dritter, 2 Siege aus den ersten beiden Spielen geholt, gegen Schalke und gegen den FC Nürnberg. Natürlich gerade Nürnberg jetzt nicht unbedingt ein Maßstab, aber Schalke ist schon mal ein Ausrufezeichen, gerade wenn man da auswärts gewinnt. Sie haben vom Kader her sich nicht so großartig verändert, finde ich jetzt zumindest. Es gibt da keine wirklich extrem krassen Neuzugänge und es gibt da keine wirklich extrem krassen Abgänge. Kann sein, dass ich hier irgendwas komplett unterschlage und vergesse, aber mir wäre zumindest nichts bekannt. Der größte Transfer in Anführungsstrichen ist in meinen Augen einmal Lukas Klünter, einfach weil die Rechtsverteidigerposition mit dem Abgang von Mitchell Weiser, der ist der größte Abgang, so ein bisschen, ja, verwaist war. Das kann Klünter jetzt auffangen. Und im Sturm Pascal Köpke, aber auch nur, weil 96 den haben wollte. Ansonsten hätte ich den Transfer vielleicht auch gar nicht mitbekommen. Nichtsdestotrotz, der Kader sehr, sehr stark. Wir haben einen guten Trainer mit Dardai, der sich mit dem Verein identifiziert und der auf jeden Fall die auch wieder in Richtung Mittelfeld führen kann, wo ich glaube, dass es hingehen wird. Torhüterposition ist gut besetzt. Die Verteidigung ist in meinen Augen nicht auf dem Niveau anderer Verteidigung. Wenn man da sieht, man hat Rekik, Stark, Torunariga und Lukassen. Das sind alles 4 nicht die unbedingt, also Rekik, Stark und Torunariga natürlich, aber so von der Breite her ist das, naja, es ist auf jeden Fall gutes Bundesliga-Niveau. Ja, aber ob das reicht, weiß man nicht, zumal ja Rekik zumindest momentan verletzt ist. Wann der zurückkommt, weiß ich nicht. Der ist irgendwie an Adduktoren verletzt. Von daher abwarten. Aber die Außenverteidigerposition sieht dafür relativ gut aus. Links mit Plattenhardt und Mittelstädt eine sehr solide Seite. Rechts mit Klünter und Pekarik ebenfalls. Gerade Pekarik mit seiner Erfahrung, Klünter mit dem Potenzial. Das sieht ordentlich aus. Mittelfeld ist sehr gut besetzt. Arne Meyer im zentraldefensiven Mittelfeld ein Riesentalent. Dazu Lustenberger, Darida, Grujic, den sie von Liverpool geholt haben. Schielbrett und André Duda, das sind alles Spieler, die man definitiv auf dem Zettel haben muss. Vielleicht nicht gehobenes Bundesliga-Niveau, aber auf jeden Fall mittleres Bundesliga-Niveau. Also so, dass man sie im Mittelfeld anordnen kann, zumal die Kaderbreite, die man halt eben benötigt, auch da ist. Dann haben wir des Weiteren in der Offensive noch Salomon Kalou. Wir haben beispielsweise Javairo ich kann den Namen nicht aussprechen, Dilrosun. Der kam von Manchester City. Talent, allerdings ist das so ein bisschen auffällig im Hertha Kader. Die haben nämlich relativ viele Talente. Beispielsweise haben wir da noch einen Dennis Jastrzębski. Keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird. Es gibt noch einen Sinan Kurt, auch wenn es der wahrscheinlich niemals schaffen wird. Wir haben Valentino Lazaro, der auch immer noch als Talent genannt werden darf mit seinen 22 Jahren. Und dann kommen noch Matthew Leckie, Alexander Esswein, Palko, Dardai, Maurice Kovic. Also die haben schon wirklich eine sehr, sehr breit aufgestellten Kader und auch vor allem eine Menge Potenzial. Ob die Qualität wirklich reicht und am Ende irgendwie international zu spielen, ich bezweifle es. Aber fürs Bundesliga-Mittelfeld vielleicht mit Tendenz nach oben sollte es alle mal erreichen. Auch der Sturm mit Selke, mit Köpke, mit Ibisevic, das sieht sehr, sehr gut aus. Also,
Hertha ist auf jeden Fall gut aufgestellt für die kommende Bundesliga-Saison, ist gut reingekommen. Ich hoffe, es geht auch so weiter für die Herthaner und ich denke, am Ende wird es irgendwo im Mittelfeld landen. Kommen wir zum nächsten Fall, kommen wir zu RB Leipzig. So, die Leipziger denkbar schlecht in die neue Saison gestartet und zwar mit nur einem Punkt. Das erste Spiel gegen Dortmund doch recht deutlich am Ende nach Führung mit 1:4 vergeigt und gegen Düsseldorf zu Hause nur ein 1:1 nach Rückstand. Das ist nicht der Anspruch. Die Frage ist, werden sie das noch hinbekommen? Werden sie das noch wuppen? Ich glaube persönlich schon. Der Kader hat sich jetzt nicht grundlegend verändert von der Qualität her. Natürlich muss man sagen, Naby Keita beispielsweise ist weg. Forsberg vielleicht unzufrieden, aber der ist immer noch da. Also wir haben immer noch einen starken Kader, nur halt Keita als Abgang. Was ich aber gar nicht so schlimm finde, weil ich finde, dass sie das einigermaßen auffangen können. Natürlich haben sie jetzt nicht im direkten Sinne 1:1 Ersatz geholt, aber mit Demme, Ilsanker, Kampel und Leimer haben sie zumindest ein sehr solides zentrales Mittelfeld zusammen, bei dem man sich keine großen Sorgen machen muss. Offensiv ist das eine absolute Wucht. Forsberg, Bruma, Sabitzer, Werner, Augustin, Kunja und Paulsen. Das sind alles Spieler, die in jeder Bundesligamannschaft Stamm spielen könnten und zwar ausnahmslos. Es gibt keine Bundesligamannschaft, außer Bayern vielleicht, wo die nicht zumindest nah an der ersten Elf dran wären. Das ist absolut überragend, das ist mit das Beste, was die Bundesliga offensiv zu bieten hat. Sie haben eine unglaublich starke Sturmkombination theoretisch mit Augustin und Werner beispielsweise. Sie haben Forsberg und Bruma. Sabitzer ist, das ist wirklich überragend. Und das wird, denke ich mal, auch der ausschlaggebende Punkt sein, warum RB am Ende der Saison wieder um die Champions-League-Plätze mitspielen wird. Ob sie es schaffen, ist die große Frage. Ich könnte mir auch nur Europa vorstellen, vielleicht scheitern sie sogar daran. Die Defensive ist solide, Konaté, Orban, Upamecano ist aber nicht überragend. Gerade von der Breite her fehlt es mir da ein bisschen. Außenverteidigerpositionen sind wie bei Hertha sehr gut besetzt mit Zaracci, mit Halstenberg, mit Mukiele und mit Klostermann. Aber nichtsdestotrotz fehlt so ein bisschen die Breite in der Innenverteidigung und das könnte, denke ich, zum Problem werden. Ilsanker kann das spielen, ist da aber auch nicht optimal aufgestellt, von daher, Allerdings glaube ich trotzdem, dass RB zumindest in der oberen Region mitspielen wird. Ob es, wie gesagt, die Champions League wird, sehe ich sehr, sehr kritisch, weil Dortmund, Bayern, Schalke und Leverkusen da sind. Hoffenheim auch noch. Aber Europa ist auf jeden Fall drin. Ich denke, das können die schaffen und ich bin gespannt, wie das bei RB laufen wird. Transfers, Transferpolitik, das passt alles weiterhin. Rangnick als Trainer ist ein bisschen kritisch, weil einfach er eigentlich nicht mehr Trainer sein sollte in meinen Augen. Aber grundsätzlich sehe ich da keine Problematik und ich glaube, dass RB sich auch weiterhin gut machen wird und vor allem mit diesem System, die jungen Spieler auszubilden, weiter sehr gut fährt. Dann haben wir zuletzt die TSG 1899 Hoffenheim mit dem Trainer Julian Nagelsmann, der ja bereits bekanntermaßen bei RB Leipzig unterschrieben hat. Der wird der neue Trainer da und zwar ab der kommenden Saison. Momentan ist er noch im Kraichgau und da macht er einen ziemlich guten Job. Letztes Jahr eine sehr, sehr gute Saison gewesen für die Hoffenheimer, die ja in der Champions League spielen. Diese Saison wird es in meinen Augen nicht sonderlich anders laufen. Die werden wieder um die Champions League mitspielen, zumindest werden mindestens nach Europa kommen, kann ich mir zumindest nicht anders vorstellen. Vielleicht schrammen sie minimal dran vorbei, aber grundsätzlich ist die Kaderqualität da, auch in der Breite, um das eben zu wuppen. Baumann im Tor ist eine super Option, ist immer noch ein absoluter Top-Torwart in der Bundesliga. Wie gesagt, Bundesliga ist sowieso kein Torwart-Problem. Problematik gibt es momentan in der Innenverteidigung, aber auch nur aufgrund dessen, dass es sehr viele Verletzungen gibt. Ich glaube, Bicakcic ist schon wieder fit, aber Hübner verletzt, Kasim Adams verletzt und Akpoguma ebenfalls verletzt. Ja, aber trotzdem ist noch Kevin Vogt da. Nordfight ist noch da, Bicakcic und Hogmar, die sind alle nicht weggegangen. Von daher durchaus nicht die große Problematik mit der Verteidigung bei den Hoffenheimern. Außenverteidigerpositionen sehen auch sehr solide aus. Schulz hat gerade sein Nationalmannschaftsdebüt gegeben, das heißt auch schon was. Rechts haben sie Kader Žabek, der auch eine absolute Wucht ist. Brennett neu gekommen von der PSV Eindhoven, das sieht alles sehr, sehr gut aus. Mittelfeld ist ebenfalls stark besetzt mit Geiger, auch ein Top-Talent. Grilic, der sich sehr gut gemacht hat seit seinem Wechsel von Bremen. Rupp, der auch durchschnittliches Bundesliga-Niveau hat. Und die Außenbahn und Offensive sind sowieso super. Ja, Amiri, der verletzt ist, dem über die verletzt ist. Ja, allgemein haben die ein großes Verletzungsproblem, das muss man momentan sagen, aber das wird sich hoffentlich legen im Laufe der Saison. Steven Zuber, Vincenzo Grifo, der ein absolutes Schnäppchen sein könnte, wenn er sich denn so entwickelt, wie man es ihm zumindest vorhergesagt hat, vor dem Wechsel zu Gladbach. Leonardo Bittencourt, der auch immer stärker wird. Leider Gottes hätte ich ja nicht erwartet, aber bei Hoffenheim ist er perfekt aufgehoben auf der Offenbahn. Felipe Perez dann, der Neuzugang von der Austria Wien. Ich glaube, der war geliehen. Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher. Aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall auch mit einer Menge Potenzial. Robin Hack haben wir dann noch dazu. Reiss Nelson, der kam von Arsenal. Das heißt, es ist auch nicht so schlecht. Und im Sturm sieht auch gut aus. Wegen Kramaric, wegen Schorloy, der wieder trifft. Dazu noch David Otto, ein Riesentalent. Joelinton ist von seiner Leihe von Rapid Wien zurückgekehrt, trifft plötzlich auch das Tor. Und mit Belfodil haben sie von Lüttich den ehemaligen Bremer auch noch geholt, der auch Tore schießen kann. Also in jeglicher Hinsicht ist Hoffenheim richtig gut aufgestellt. Vielleicht vom Personal her individuell nicht so stark wie beispielsweise Leipzig, aber das Kollektiv und das Spielsystem von Nagelsmann, das funktioniert einfach. Und von daher sehe ich die Hoffenheimer tatsächlich tendenziell so in der Champions League.
Ob das wirklich passiert, weiß man nicht, aber ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen. Das war es jetzt von diesem Video. Ihr schreibt mir gerne zu allen Themen und zu allen Transfers und zu allen Mannschaften und zu allen Prognosen eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, dann mit dem VfL und dem VfB. Und ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.